Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Montag, den 13. Mai, morgens 6:30. Und es soll schön werden heute. Wir lassen uns überraschen. Und was seht ihr? Guckt mal, wie hoch die Wiese ist. Da muss ich dringend was ändern. Also so hat es schon lange nicht mehr ausgesehen. Aber auch das muss mal sein. So, jetzt werden wir gut in den Tag und in die Woche starten. Guten Morgen. So, die Kinder sind aus dem Haus. Wir haben jetzt 8:30 und ich habe die Wohnung schon soweit fertig. Ich bin nebenher am Waschen, habe schon eine Maschine aufgehangen und werde jetzt mich an den Garten machen. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was gemacht werden muss. Vielleicht habe ich ja hinterher auch mal so ein Vorher-Nachher. Und ja, ihr auch, genau, weil ihr davon ja auch so viel habt. ja, da werden wir jetzt mal loslegen. So, die Wiese kommt ja ganz zum Schluss dran. Wenn man überlegt, guck mal, wie zugewuchert das ist. Aber das bleibt so. Ja, hier muss ich Unkraut zuppen. Und hier in den Umrandungen, in den Rändern, muss ich auch Unkraut zupfen. Und ja, da habe ich so einiges zu tun. Oh, da ist ein Schmetterling abgestürzt. Ja, wie gesagt, die Wiese zum Schluss, die muss ich einmal mähen. So, kleiner Zwischenstand. Hier war ja auch überall Unkraut, das habe ich weggemacht. Hier hängt die Wäsche, da hängt aber noch nicht alles, da fehlt noch eine Maschine. Hier habe ich Unkraut gezupft drin, da ringsrum war hohe Wiese. Ja, hier habe ich noch nichts gemacht. Da habe ich alles rausgezupft, Schildkröten versorgt. Gucken, ob wir die überhaupt sehen können. Da sind sie gerade am Mümmeln. Ja, und hier, das sieht man ja schon, oder? Wehe nicht. Das habe ich schon alles gemacht. Da habe ich auch Unkraut rausgezupft. Na, meine Jacke liegt da noch. Da habe ich auch geschnitten, gemacht, getan. Bis dahin. Dieses Stück konnte man ja nicht erkennen, weil da auch so komisches Zeug stand. Die Tonne ist schon voll. Genau. Jetzt will ich das noch fertig machen. Dann gucke ich mal weiter. So, vor dem Wiesemähen. Ich bin nämlich jetzt soweit. Aber auch das wollte ich euch zeigen. Da habe ich auch alles Unkraut gezupft und klein geschnitten und da ist jetzt auch alles fertig. Genau, jetzt kann ich Rasen mähen. Bevor ich Rasen mähe, guckt euch mal unsere Birnen an. Also wenn die alles was werden, dann haben wir gut Birnen. Ach ja, wo ich schon am Rollen bin, dann möchte ich euch auch natürlich unsere Erdbeeren zeigen. Da sind sogar schon welche dran. Ja, da oben sind auch welche. Und hinter dem Vögelchen. Genau. Äpfel haben wir. Die ist ja wohl nicht so viele. Die hier nur. Aber besser als keinen, ne? So, Doro, jetzt kannst du meinen Rasenmäherfreund sagen, dass seine Rasenmäherfreundin heute ganz fleißig war. Und endlich wieder sogar die neue, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Wiese geschnitten hat. Ihr glaubt gar nicht, was für ein tolles Gefühl. Hummel geht schön über die Steine. Was für ein schönes Gefühl das für mich ist. Und jetzt nochmal von hier. Genau, falls man das sieht, die Stelle lasse ich stehen, weil da Löwenzahn steht. Aber guck mal, das ist doch wie aufgeräumt, wie durchgewischt oder durchgesaugt. Ja, lasst mich einen Schaden haben. Egal, der ist geil. So, der Garten ist ja lange fertig. Oh, ne, wir haben jetzt kurz vor eins.
ich haben fertig. Ich bin froh, dass ich den Garten fertig gemacht habe. Ja, ich war von 8:30 bis um 11:30, glaube ich, dran. Genau, 11:39 Uhr. Das ist sogar 11:40 Uhr. Ja, da war ich dann fertig, da war ich dann drin. Okay, Lust mehr. Ja, vorne müsste auch noch gemäht werden. Das mache ich entweder heute Abend oder morgen früh. Ich glaube ja morgen früh. Mal gucken, ich lasse mich selbst überraschen. Ja, übrigens sieht das sehr schön aus. Ich habe jetzt auch hinten vor der Foliere da vor der Hütte meine Flamingos reingesteckt. Und ja, das erste Kind habe ich schon abgeholt, das zweite hole ich jetzt gleich ab. Und dann gucken wir mal, was war. Schönes Essen. Ich denke, heute geht es schnell. Für den Udo tauche ich nämlich was auf. Aber das dauert noch. Und ja, gucken wir mal, was wir so essen. Ich muss nur eine Maschine waschen, dann bin ich fertig. Das war nämlich gefühlt bis hier in der Wäschestapel. Ja, da bin ich ganz stolz drauf. Aber ihr wisst ja, wie die Männer sind, wenn der Udo nach Hause kommt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Genau, mal gucken, was er sagt. Vor allen Dingen, wenn er reinkommt, werde ich erstmal gar nichts sagen. Davon, dass ich Unkraut gezupft habe, weil das wollte er nämlich machen. Und dann dachte ich mir, nee, Steffi, das mach du mal lieber selbst. Genau, ja, und wenn er dann nach Hause kommt, dann wieder sehen, die Wiese ist gemäht. Ja, gut, dann mache ich ja öfters mal, ne? Und mal gucken, ob den das auffällt. Und wenn nicht, dann werdet ihr ein Foto sehen, wie der Kopf über in so ein Frühbeet hängt. Ja, einen Arschtritt gekriegt. Jetzt sehen die Spatzen auf einmal wieder voll groß aus auf meiner gemähten Wiese. Da, guck mal. Das ist natürlich die Zeit, die ich überhaupt nicht mag. Hummels erste Zecke in dem Jahr. Wir haben 17 Uhr. Der Udo ist jetzt mit beiden Kindern zum Zahnarzt, die ganz normale halbjährliche Untersuchung. Und ich habe jetzt mal 5 Minuten Ruhe. Ich habe gerade die letzte Maschine im Trockner drin, dann habe ich alles weg, alles trocken. Und das, was draußen hing, dürfte eigentlich auch zu 99% trocken sein, weil es stand den ganzen Tag in der Sonne. Ja, draußen ist soweit alles sauber, außer unsere Sitzecke. Die muss ich noch machen. Lust habe ich nicht wirklich, aber soll ja schön sein. Wenn es dann mal wieder wärmer wird, dass man dann auch draußen sitzen kann. Ja, die Wohnung ist soweit grob aufgeräumt. Draußen ist dann auch gemacht und dann habe ich heute auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Aber so ist das. Ich wollte echt hier aufräumen, aber ich habe gerade mal Ruhe und so eine schöne Aussicht. Da dachte ich, da genießt einfach mal 5 Minuten. Ja. Die drehen auch wieder ihre Runden hier. Jetzt, wo ich gerade hier in meinem Stuhl sitze. Ich zoome mal ran. Guck mal, das Vieh hat dieses Rohr zugemacht. Das komische, wisst ihr noch, dieses Bienen-Wespenvieh? Das Rohr ist jetzt zu. So, Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben jetzt 7:30 und ja, die Kinder machen sich jetzt gleich bettfertig. Die haben Abendbrot gegessen. Udo war ja mit den Kindern beim Zahnarzt, da ist alles super. Im halben Jahr wieder zur Vorstellung. Und ich habe einfach mal die Ruhe genossen. Als sie wieder da waren, habe ich für die Bonnea Abendbrot gemacht. Habe jetzt schon wieder alles aufgeräumt, in die Spülmaschine geräumt. Die ganzen Handtücher, die ich heute Morgen gewaschen habe, schon weggefaltet. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste war? Da locke ich den Uno mit dem Vorwand raus. Er soll mein Flamingo. Ich weiß gar nicht, ob ihr gesehen habt. Nee, ich glaube, ihr habt das nicht gesehen. Zeige ich euch gleich. Mein Flamingo richtig in den Boden steckt.
Hat er auch getan. Aber er hat nicht gesehen, dass ich heute schön Unkraut gerupt habe. Sagt mir bitte, dass ihr auch so Männer habt, dass die nichts sehen, wenn irgendwas sauber, also sauber im Sinne von Unkrautsuppen oder mal Deko, neue Deko oder so, das sieht der Udo alles nicht. Da denke ich mir mal, weißt du, ich sitze zu Hause und denke so, gleich kommt er nach Hause, dann sieht er, wie schön du das alles geruppt hast und oh, ich weiß ja, wie lange ich dran gesessen habe, wie du das geruppt hast und gemacht hast und wie schön das aussieht und nix. Oder auch, du dekorierst schön. Oh, das muss man sehen. Meine Kinder sehen das sofort, Udo. Ja, hast du da was anders gemacht? Oder denkst, okay, Kollege, da muss ich mir was ausdenken. Nee, aber jetzt wird gleich Feierabend gemacht und dann habe ich auch keine Lust mehr. Ich denke mal, ich sage bis morgen. Ich zeige euch jetzt auch meine Pinguine, Flamingos. Soweit ist es schon und dann sage ich bis morgen. Da stehen sie, die beiden. Der eine schiebe noch in der Sonne und der andere schon im Schatten. Jetzt müsst ihr einmal meinen schönen Tisch angucken. Ich esse sehr gerne Salamis. Luftgetrocknet und so weiter. Der Udo hat auch eine... Hast du die geholt oder haben wir die von deinen Eltern? Die haben wir von Udos Eltern gekriegt. Wahrscheinlich, ich kann sie verstehen. Hier eine leckere Salami. Aber die hat so einen Heurand. Das sieht aus wie getrocknetes Heu. Das ist wohl Thymian oder so. Die ist so abartig in meinen Augen. Udo isst die gerne. Boah, wenn der die isst, da könnte ich rennen gehen. Allein diese Rinde, wie die schon mufft und stinkt. Also jetzt mufft nicht. Aber wenn man sowas nicht mag, dann... Ja, aber wie ihr seht... Udo hat Spaß dran. Möchtest du die jetzt haben? Ja. Ja, ich muss jetzt aufhören. Er möchte sein Abendbrot essen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es tut mir so leid, aber ihr müsst meinen Garten mal ertragen. Wir haben heute Dienstag, den 14. Morgens kurz vor 7. Da hinten möchte die Sonne aufgehen. Und ja, ich wollte euch einen guten Morgen wünschen und einen schönen Dienstag. So gehört es sich. Der Papa muss das Frühstück mit nach Hause bringen. Nur will der Wurm nicht, der wehrt sich. Der kämpft schon die ganze Zeit. Aber wie ist das so schön? Die Männer sind ja Jäger und Sammler. Guten Morgen. Mir fällt gerade auf, man hat das Gefühl, ich darf nur noch aus dem Badezimmer reden. Nee, aber hier ist das einfach, ich brauche euch nur in den Schrank stellen. Hört sich gut an. Und bei dem anderen muss ich das Stativ dann aufbauen. Da bin ich ja zu faul für. Wir haben mittlerweile 8:45. Ich habe die Kinder heute Morgen ganz normal weggebracht und war dann kurz einkaufen. Wir brauchten Brot und Wurst. Und ja, ich hatte euch doch, schon vor längerer Zeit mal erzählt, dass wir, dass wir Probleme mit der Wildtierkamera haben, dass die ja nicht so aufnimmt und so weiter und so fort. Dann ging das mal wieder und dann ging das wieder nicht und dann ging das wieder. Dann war jetzt eine lange Zeit, wo ich ehrlich gesagt habe, gar nicht drauf geachtet hatte, weil der letzte Stand war, ging ja nicht. Und ja, jetzt habe ich mir das Ding gestern mal rangeholt, um zu gucken, was auf der Karte gespeichert wurde, und es wurde nichts gespeichert, obwohl die an war. Wir haben schon zweimal Batterien gewechselt und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist der Udo gestern hingegangen, hat Amazon dann geschrieben oder eben die Firma da angeschrieben. Und der Udo hatte nämlich irgendwie, hatten die schon mal angeschrieben. Und dann hatten die nämlich gesagt, wir sollen davon mal ein Video machen. Da sagt der Udo, wovon sollen wir ein Video machen? Das Ding geht nicht und fertig. Es kam nie wieder eine Antwort drauf und er hat die Kamera auch nie wieder gefunden da. Und ja, jetzt haben wir eine E-Mail gekriegt, dass wir das Geld zurückkriegen. Also keine Ahnung, was das für ein Schmuh war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegen wir unser Geld wieder. Da sagt der Udo, das ist ein guter Guck, gucken wir mal nach einer anderen. Weil es bringt ja nichts, wenn...
wenn wir eine Kamera haben, die entweder, wenn überhaupt, nur uns aufnimmt, wenn wir da vorbeilatschen, oder gar nichts macht. Weder Fotos noch Videos, gar nichts. Ja, das freut mich natürlich auf eine Seite. Auf der anderen Seite, ihr wisst ja, meine Ungeduld, oh, ist wieder nichts für mich. Aber so ist das. Genau. Jetzt muss ich den Einkauf noch wegräumen und die ganzen Sachen, die ich gestern gewaschen habe, einmal wegfalten. Und dann werden wir uns, denke ich, mal weitersprechen. Nee, widersprechen. Das rechte ist die Mama. Ach, guck mal, das wird gefüttert. Hab ich auch noch nie gesehen. Schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Mittwoch, den 15. Boah, die Sonne scheint schon richtig schön. Wir haben jetzt 7:15. Und ich wollte euch einfach mal einen guten Morgen wünschen. Und ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt vielleicht auch schönes Wetter. Guten Morgen, ich zeige mich auch mal, auch wenn ich fix und alle aussehe. Wir haben jetzt 10:15 und ich bin hundemüde. Ich habe die Nacht nicht wirklich gepennt, da ich seit gestern das habe, was die Frau einmal im Monat hat und nicht gerade wenig. Ich weiß nicht, was ich dem da oben getan habe. Ich musste, glaube ich, 2-mal raus, ja, genau, heute Nacht. Und dementsprechend, bis ich dann wieder eingeschlafen bin, und bin ich schon müde. Ja, dann waren wir heute, dann habe ich heute die Kinder weggebracht. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Und dann war ich noch schnell einkaufen. Ich habe was für das Mittagessen geholt. Heute gibt es Hähnchenflügel. Flügel, ich laber schon wieder. Man merkt, ich bin müde. Hähnchenschenkel, und morgen gibt es Spitzkohl untereinander. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Jetzt werde ich die Bude machen. Ich werde den ganzen Einkauf wegräumen. Und dann werde ich müde zusammenbrechen. Die Sonne scheint, das ist richtig, richtig schön. Das tut meinem Gemüt gut, sonst glaube ich, würde ich noch neben der Müdigkeit depressiv werden, wenn das jetzt regnen würde oder so. Und so sieht's aus. Genau. Also nichts Neues, nichts Spannendes. Alles beim Alten. So, da bin ich. Ich habe mich schon wenig fertig gemacht. Und zwar gelb, hellrosa, Flieder und Pink. Genau, musste mal sein. Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt. Ich sehe in dem Display so richtig dunkel aus. Kann aber auch noch dran liegen, weil hinter euch das Rollo noch halb unten ist. Aber im Spiegel gerade sah das nicht so aus. Naja, ich bin heute Morgen auch gut. Sag euch hallo, wieso, weshalb, warum. Und gestern habe ich überhaupt nicht weiter gefilmt. Gestern war aber auch nicht viel. Wir hatten ja dann mittags Hausaufgaben gemacht und gegessen und anschließend haben wir mal nichts gemacht. Also ich habe mal gesessen und nichts gemacht und gegen, ich weiß nicht, 5:30 genau, war ich mit meiner Schwester und den Kindern, waren wir auf dem Spielplatz und die haben da getobt und gemacht und wir sind mit dem Hund eine Runde spazieren gewesen. Was heißt eine Runde, Straße auf, Straße ab, also Feld auf und Feld ab, so. Ja, und als wir dann zu Hause waren, dann sind die Kinder unter die Dusche gesprungen, Abendbrot gegessen und das war dann. Genau, gestern habe ich mal im Gegensatz zu vorgestern einen Faulen gemacht. Ja, jetzt habe ich die Wohnung aufgeräumt, Spülmaschine läuft auch. Ich werde jetzt den Salat fertig machen, den Ofen schon mal vorheizen. Und damit, wenn wir gleich da sind, ich die Hühner nur noch reinmachen muss. Oder ich überlege gerade, ob ich die reinmache, wenn wir fahren. Ach, ich werde sehen. Wir werden sehen. Vor allen Dingen, wir werden es merken, schmecken, wie auch immer. Genau. So ist es und so war es und so wird es sein.
Ja, Wetter ist schön. Noch soll ja morgen wieder regnen. War ja jetzt auch 3 Tage mal Sonnenschein. Ist denn jetzt hier abgestürzt da draußen? Ja, das ist verdammt windig. Das ist es auf jeden Fall. Ja, und dann gucken wir mal, ob heute noch irgendwas Spannendes passiert. Verzeiht mich, ich habe mein Hähnchen vergessen zu filmen. Deswegen zeige ich euch das. Das war heute unser Mittagessen mit Blattsalat und Gurken-Tomatensalat. Einmal Blattsalat und einmal Tomaten-Gurkensalat. Boah, jetzt ist da ganz schön windig hier, ey. Halleluja. Jetzt muss ich mal eben Wässerchen holen für meine Schildkröten. Das Wetter ist ja wirklich schön, aber der Wind, der ist eisig. Ja, jetzt werde ich mal eben Wasser holen. Da kriegt jemand mit, dass ich am Stall bin. Ich hoffe, ihr seht den auch. Wer ist es denn? Paula. Und da hinten ist Lisi. Die kriegen beide mit, dass ich hier bin. Und jetzt warten die hier schon. Da kommen sie anmarschiert, die beiden. Na, ihr beiden ganz schnell, ne? Sag mal, bevor der Futter kriegt und ich nicht. Ja, und jetzt liegt da nicht mal was. Und jetzt? Können da gar nicht glauben, ne? Sag mal, um Gottes Willen. So, heute gibt es Erdbeerblätter, Eibisch und Löwenzahn. Jetzt gucken wir mal. So, und jetzt sitzen die beiden ja gut nebeneinander. Rechts ist Paule, links ist Lissy. Weiß ich auch nur, wenn man beim Paule ganz vorne ein ganz, ganz, ganz kleines Stück weiße Farbe noch sieht. Und Paule hat einen schmaleren Kopf. Einen kleineren, schmaleren Kopf. Der hat so gut, seitdem die dieses Häuschen hier haben, so gut mit seinem Panzer aufgeholt. Das ist der Wahnsinn, dass ich die beiden schon kaum noch auseinanderhalten kann. Und Paule ist heller, würde ich sagen. Ja, den beiden schmeckt das auf jeden Fall sehr gut. Und wenn die Außengeräusche nicht so laut wären, könnte man die schmatzen hören. Und ich kriege einen Sonnenbrand hier in der Sonne. Jetzt machen wir das mal dazu. Vor allen Dingen sitzt Paul mit dem Arsch ganz schön im Wasser. Das muss ich auch gleich nochmal sauber machen. Die schmeißen aber so viel Dreck wieder rein. Und die Steine sehen im Wasser sowieso immer siffig aus. Also könnte man meinen, das ist immer dreckig. Ist es aber nicht. Ich muss das mal irgendwie anders lösen. So, wir haben jetzt 4:05 und mein Augen-Make-up, ist im Video, glaube ich, nicht so gut rübergekommen. Also, mein Ich gesehen zu haben, wie knallig das doch ist. Und jetzt kriege ich das auch nicht hin, weil da, wo Sonne ist, wo man das sehen könnte, gucke ich so. Dann seht ihr ja auch nichts. Und im Schatten seht ihr weniger als jetzt. Aber ich habe das Bild auf Instagram gepostet, da kann man es auf jeden Fall gut erkennen. Ja, Tiere sind alle versorgt, Kinder sind alle versorgt. Spülmaschine räume ich später ein, habe ich jetzt keine Lust zu. Und ich werde, denke ich mal, das Video jetzt beenden, weil heute wird nichts mehr viel passieren, zumindest für euch nicht mehr. Wir gehen gleich mit Allemann zum Schwimmen, beziehungsweise zum Schwimmen gucken. Und ja, das war es dann schon gewesen.
Und von daher, dachte ich mir, da mache ich jetzt mein Video dann soweit, damit ihr heute Abend was zum Gucken habt. Genau. Dann wünsche ich euch nämlich noch einen schönen Mittwoch, einen Restmittwoch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.